Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu Forza Motorsport 7. Wir machen weiter mit unserer Forza GP, wollte ich schon sagen. GT. Mann, bin ich denn dämlich? Ich glaube, letztes Mal GP irgendwas gesagt, ne? Ne, GP. Rennen. Und das letzte Mal sind wir mit dem Aston Martin unterwegs gewesen und deswegen werden wir heute mal ein anderes Auto nehmen. Habe ich denn irgendwelche Mods zur Verfügung? Hauen wir es einfach mal rein. Und dann gucken wir mal, die Strecke lädt. Wir sind in Dubai unterwegs und werden mit dem Audi eine Runde drehen. Genau. Dubai. Und da fahren wir die gesamte Strecke. Eieieiei. Okay. Wo mache ich denn nochmal Auto wählen? Genau, hier. Auto wählen. Wir machen den Audi. Ja, aus dem 2016. Hier haben wir noch einen. Das ist der ältere. Audi. Das ist doch der R8, ne? Genau. Gut, alles klar. Den nehmen wir jetzt. Und sagen, Rennen starten zu einem weiteren Quick Race. Mal sehen, wie Runden wir fahren. Ein oder zwei oder drei. Zwei Runden. Okay. Dann lass uns zwei Runden fahren. Eieieiei. Katastrophe, fängt ja schon mal super an. Ich wollte jetzt nicht zurück drehen, weil ich muss erstmal mit dem Wagen ja ein bisschen klarkommen. Oh, hupsasa. Ah, das fängt ja gut an. Aber ich werde sowieso hier kein Meister. Und war ja die erste Strecke, die wir hier in der Beta gefahren sind. Und der lenkt sich aber auch sehr, sehr komisch. Ey, ich komme mit der Autoklasse überhaupt nicht so richtig klar. Weil die sich so irgendwie wie in der Mitte wie so ein Panzer drehen, wisst ihr? Komme ich gar nicht so. Habe jetzt auch wieder nie geguckt, welche. Ob die Hecktriebler sind oder so. Ja. Lasst euch feiern. Maximus wird heute Letzter. Ja, die habe ich auf jeden Fall mal ein bisschen besser genommen, die Kurve. Ah, schaffe ich Sätze irgendwie ranzukommen? Oh, eine ordentliche Bodenwelle. Klar kennt man die Strecke so ein bisschen schon. Aber jedes Auto, ups. Ist dann natürlich ein bisschen anders, wie sich denn verhält. Oh, ich bin ja gar nicht mehr Letzter. Na? Boah, jetzt ist ja dunkel wie ein Bärenarsch. Huiuiuiui. Die erste Runde werdet ihr dann wieder in der Wiederholung sehen. Und da haben wir die erste Runde auch schon vollendet und können uns den nächsten schnappen. Ja, wenn man jetzt genau diese Strecke schon ein paar Mal gefahren ist, dann hätte man jetzt wissen können, an der Stelle kann ich Gas geben, da nur das ganze Lupfen, kurz anbremsen. Ah, nee, so ist das nicht.
Ah, da hätte ich vorbeiziehen können, ich ei. Oh. Da hat er mich ganz schön getroffen, der Bengel. Aber ich kann mich noch auf dem 20. halten. Boah, meine Fresse, du lenkst eh mal so. Der ist echt eine Zicke hier, der Wagen. Und damit haben wir jetzt den Anschluss komplett verloren. Oh, komm, Baby. Da vorne sehe ich schon wieder ihn. Ach, guck mal, dann zickt er hier rum. Nein! Naja, das mache ich jetzt nicht mit, ey. Warum zickt der denn so? Der klebt doch eigentlich mächtig auf der Straße. Trotzdem zickt er hier rum. Gut, der Fehler ist Fehler 40 und der sitzt 40 cm vorne im Monitor und das bin ich. Aber ich habe mal wieder Lust. Ich mache das hier nicht, um irgendwie der Beste zu sein. Das ist für die Leute, die auch mal wieder ein bisschen Rennen sehen hier wollen auf meinem Kanal. Dafür spiele ich das zu selten. Oh. Um da Top-Zeiten hinzukriegen. Ist das dunkel. Aber ich denke mal, mit dem 20. den Unfall da zum Anfang kann ich mehr als zufrieden sein. Ah, den hätten wir auf jeden Fall noch kriegen können, ne? Zack. 20. Großartig. Und dann lassen wir uns noch einfach mal die Wiederholung noch mal angucken. Euer Maximus 20. und eine 2:43 war die beste Zeit. 2:40, also deutlicher Unterschied. Die hinter mir waren doch wesentlich schlechter. Ich hätte auf jeden Fall auf den 19. kommen können mit der Zeit. Aber naja, ist nicht so. Deswegen werden wir jetzt die Aufzeichnung ansehen. Und dann hält einfach der Maximus die Klappe und wir werden natürlich noch die anderen Rennen sehen. Ich sage, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.